Zu welchen Themen haben Sie Vorlesungen an der Universität Kiel gehalten? Die Themen haben sich ja durch meinen Start in die Philosophie ziemlich direkt ergeben. Nämlich, sie waren immer erst von erkenntnistheoretischer und wissenschaftstheoretischer Art. Denn klar, ich kannte mich in der theoretischen Physik gut aus, kannte die modernen Theorien der Physik. Und das ist natürlich ein sehr theoretisches, erkenntnistheoretisches Geschäft. Deswegen habe ich mich den Fragen danach, was heißt Erkenntnis, wie kommt man dazu, sehr stark gewidmet, habe mich sehr viel mit Kant beschäftigt, habe Kant-Vorlesungen noch und noch gehalten und übrigens, ich habe mit meiner Pensionierung den Studierenden versprochen, eine Gesamtvorlesung, also eine Vorlesung über das Gesamtwerk von Immanuel Kant zu machen. Und ich bin jetzt dabei, dass ich jetzt im kommenden Semester die 10. Kant-Vorlesung halten werde, die sich dann mit der praktischen Philosophie, mit den Grundlagen der praktischen Philosophie beschäftigen wird. Und ich schätze, es werden mindestens noch mal 10 Vorlesungen werden, bis ich dann vielleicht das Gesamtwerk von Kant durch habe. Vielleicht werden es ja auch 24 Vorlesungen insgesamt, das wären 2 mal 12. Nun gut, aber zwischendurch habe ich mich natürlich dann auch gefragt, wo ist das alles hergekommen? Die Erkenntnisvorstellung, die Kant entwickelt, auf wem ruht der auf? Und da kommt man ja sehr schnell darauf, dass Kant ja mit seinen Kategorien, den reinen Formen des Verstandes, auf Aristoteles zurückgeht. Also habe ich mich mit den alten Griechen befasst. Und nun muss ich auch zugeben, dass ich sehr viel gelernt habe durch meinen Lehrer Professor Hübner, der ja Mythosforschung gemacht hat. Und dann habe ich mich mehr und mehr dafür interessiert, weil offenbar mythische Menschen ein ganz anderes Bewusstsein haben als wir. Man stelle sich das vor, ein Mensch, der davon überzeugt ist, dass alles, was geschieht, durch Göttinnen oder Götter geschieht. Ja, dass sogar das, was wir in uns als unser Denken heute feststellen, dass das damals bei den mythischen Menschen verstanden wurde als die Worte eines Gottes, die ihm gesagt worden sind. Sodass also etwa die Propheten im Alten Testament, die ja noch ganz mythische Menschen waren, so zu begreifen sind, dass das, was sie selber gedacht haben, sie verstanden haben, als ob Gott es ihnen gesagt hat. Und so wird die ganze Sache ja ganz schön verständlich. Aber die riesengroße Frage tritt ja dann auf, wie entwickelt sich das Bewusstsein von einem mythischen Menschen hin zu unseren Bewusstseinsformen, die wir haben. Das Bewusstsein ist sicherlich heute eine der ganz großen philosophischen Fragestellungen und damit habe ich mich deshalb beschäftigt. Ich habe mich also damit beschäftigt, über die Entwicklung vom mythischen Bewusstsein zu oder über verschiedene Stufungen des Bewusstseins bis hin zu einem, wie wir vielleicht sagen könnten, modernen Bewusstsein. Und dabei zeigte sich, dass ich auch noch eine Begriffstheorie entwickeln musste, denn es ist offenbar so, dass im mythischen Bewusstsein die Menschen nicht zwischen etwas Allgemeinem und etwas Einzelnem unterscheiden können. Das ist aber die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt eine Vorstellung von einem Begriff haben. Denn mit einem Begriff beschreiben wir etwas Allgemeines, dann jedenfalls, wenn wir Einzelnes damit fassen wollen. Also ist klar, dass ein mythischer Mensch Begriffe auch noch gar nicht hat. Musste ich also nun versuchen herauszuarbeiten in einer Begriffstheorie, welche Stufungen von begrifflichem Denken überhaupt eintreten können. Und das habe ich dann gezeigt in meiner Vorlesung, die also dann noch ziemlich neu ist, muss ich zugeben, über die sogenannten Vorsokratiker. Und wo man dann mit Erstaunen feststellt, dass der Sokrates der Erste ist, der begrifflich denkt. Der Erste ist. Allerdings doch ziemlich intuitiv. Und dass dann Platon, sein Schüler, offenbar Angst hat vor diesem begrifflichen Denken, weil ein zu großer Möglichkeitsraum dadurch entsteht und er nun, wie ich gerne sage, eine Rückbindung macht. Dasjenige, was man später dann als Religion bezeichnet, eine Rückbindung an mythische Formen, sodass er dann seine Ideenlehre konzipiert. Und allerdings dann seinem Lehrer Sokrates unterschiebt, sodass ich dann später und bald dann auch festgestellt habe, er hat uns richtig betrogen. Platon hat uns betrogen mit seinen Sokrates-Darstellungen. Denn das, was er also etwa im Phaidon schreibt,
im Phaidon, welches ja darstellen soll, die letzten Stunden des Sokrates vor seinem Tode. Da sagt er uns nicht, was Sokrates wirklich als sein philosophisches Testament verstanden hat, sondern er lässt den Sokrates seine eigene Ideenlehre erläutern. Und das ist im Grunde ein unglaublicher Verrat. Das zu erklären, dazu brauche ich ein bisschen länger und will ich jetzt hier doch übergehen. Aber ich möchte trotzdem sagen an der Stelle, dass Platon höchst moralische Gründe dafür hatte, seinen Lehrer so zu verraten, dass er sogar die Lehre seines Lehrers Sokrates, seine philosophische Lehre, vernichten musste, wie Platon meinte. Um es kurz anzudeuten, weil er nämlich meinte, dass die demokratische Staatsform in den Untergang führt, weil die Menschen nicht in der Lage sind zum selbstständigen Denken, so wie Sokrates es geglaubt hatte. Deswegen habe ich mich also dann mit Platon sehr intensiv beschäftigt, entsprechend mit Aristoteles. Habe natürlich dann auch eine Platon-Vorlesung gemacht und ich bin auch dabei, oder das Platon-Buch ist eigentlich fast fertig, das mich sehr aufgeregt hat und vielleicht auch andere Leute aufregen wird, das denke ich schon. Entsprechend wird es mit Aristoteles sein, der ja, wie ich immer meine, der Erfinder des Erfindens ist, weil er das erste Mal mit vollem Bewusstsein das begriffliche Denken betreibt. Und unterscheidet das ja als zwei verschiedene Arten von Wesen. Nicht dasjenige, auf das man hinweisen kann, wie er immer sagt, das Toddity, das Dies da, und dasjenige, womit wir das, was wir da irgendwie mit unseren Sinnen erfassen können, beschreiben. Das Beschreibende ist grundsätzlich im Wesen verschieden von dem Beschriebenen. Und das stellt er gleich in dem ersten Grundsatz seiner Kategorienlehre fest. Das beschreibt er mit dem, was er das Homonyme nennt. Aber das alles nur nebenbei. Und dann schließlich bin ich natürlich durchgegangen, auch im Mittelalter, die verschiedenen Philosophen, habe also versucht nachzuschauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt hat. Und bin dann doch dazu gekommen, dass wir eigentlich vier sehr bedeutende große Philosophen haben. Das ist Sokrates, Platon, Aristoteles und Kant. Und darum möchte ich meinen Studenten in Kiel auch dieses Geschenk noch machen, dass ich eine Vorlesung über das Gesamtwerk Kants auch noch zu Ende führe. Ich muss aber sagen, dass ich jetzt in Kiel noch anbiete eine Wissenschaftstheorie-Vorlesung, die ich nenne Theorie der Wissenschaft und die in zwei Teilen stattfinden wird. Im Wintersemester soll es dann immer darum gehen, um die Systematik der Wissenschaft und im Sommersemester jeweils um das Werden der Wissenschaft. Ich möchte das deshalb vor allen Dingen tun, weil wir tatsächlich in der Spezialisierung an den Universitäten und den Forschungsanstalten in einer großen Gefahr stehen, dass nämlich die Einheit der Wissenschaft verloren geht. Und dass letztlich dann auch die Aufgabe der Universität, die Einheit der Wissenschaft zusammenzuhalten, nicht mehr zu bewältigen ist. Und das haben wir Philosophen, wir Wissenschaftstheoretiker zu tun. Und nun muss ich halt sagen, leider sind vielleicht aufgrund bestimmter normativer Ansprüche von Wissenschaftstheoretikern die verschiedenen Institute für Wissenschaftstheorie geschlossen worden. Das berühmte Institut für Wissenschaftstheorie in München, das früher von Stegmüller nicht nur geleitet, sondern zu einer großen Blüte gebracht worden ist, ist geschlossen worden. Und so haben wir das überall, auch Institute für Logik werden geschlossen. Das bedeutet, wenn diese Tendenz weiter anhält, dass wir kaum noch Leute überhaupt haben, die in der Lage sind, das Ganze der Wissenschaften zu überblicken. Und das ist zweifellos die Aufgabe von Wissenschaftstheoretikern,